Guten Morgen, Leute. Ich grüße euch heute am Donnerstag, dem 8. September 2022, ja, zu einem kleinen Extra-Video. Da ist mir noch gestern glatt ein Fehler unterlaufen. Und zwar diejenigen, die das gestrige Mittwochsvideo schon angeschaut haben, haben mich ja schon in den Kommentaren darauf angesprochen, dass da irgendwas falsch zusammengeschnitten ist. Ja, da ist Folgendes passiert. Wenn man die Kamera einschaltet und durchlaufen lässt, dann reiht sich eine Datei an die andere. Wenn man dann aber die Kamera anhält, so wie ich das gemacht habe in dem Stau, und wieder startet, dann ja, werden aus mir nach wie vor unerfindlichen Gründen die Dateien durcheinander gewirbelt. Was heißt durcheinander gewirbelt? Hört sich jetzt übertrieben an, auf jeden Fall. Dann ja, ist die Reihenfolge nicht mehr stimmig. Und genau das ist passiert und ich habe da einfach nicht dran gedacht. Normalerweise, also weiß ich das, wenn ich jetzt zweimal am Tag was aufnehme, ich sag mal ein Stück auf der Hinfahrt, ein Stündchen und ein Stündchen auf der Rückfahrt, dann weiß ich, dass derartiges passiert, sortiere das vorm Abspeichern und alles ist gut. Und das habe ich gestern vergessen. Ich habe mich deswegen entschlossen, ich werde das gestrige Video löschen, neu zusammensetzen und nochmal hochladen. Ja, deswegen eine kleine Ausnahme. Wir haben noch so ein halbes Stündchen. Ich hoffe mal, der Akku reicht und ich hoffe auch, es ist ja schon stockduster. Wir haben 6.02 Uhr, dass trotzdem einigermaßen hier was zu sehen ist. Gerade ein Bild am Rumfummeln. Okay. Ja, Ankunft 6:31 Uhr. Also ich ziehe ja 6.25 Uhr vor, aber okay, ist jetzt nicht so dramatisch. Ja, ich musste diese Woche das dritte Mal tanken, weil durch einen Defekt bei unserer Tankstelle das mir nicht möglich war, die ersten beiden Male beidseitig zu tanken, sondern nur eine Seite. Und da kommt man halt nicht weit genug mit. Ja, irgendwie, sagen wir mal, ist es mit dem morgens hell und Anfahrt hat sich erledigt. Also jetzt ist wieder die Anfahrt im Dunkeln. Und es reiht sich eine Baustelle nach der anderen. Durch die eine sind wir ja gerade durch, aber die nächste kommt gleich schon. Und zwar die Baustelle, ja, vor Gaggenau oder auf der Rückfahrt eben, wenn man auffährt, direkt halt. Wie man anhand der Wischerblätter sehen kann, wir haben Regen. Ich habe schon heftigsten Regen gehabt, also wirklich
dass richtig ordentlich Wasser auf der Straße stand. Und ich sag mal, ja, schon ein bisschen Aquaplaning-Gefahr, was jetzt uns weniger betrifft. Aber die war auch schon gegeben. Ja, meine vorletzte Tour. Ja, da in der gleich kommenden Baustelle gibt es auch eine Minute Verzug, wie ich feststellen muss. Haben wir ja schon länger nicht mehr gemacht, quasi ja, Nachtvideo, Nachtfahrt. Das soll jetzt auch nur, wie gesagt, das halbe Stündchen sein. Also ich sag's mal so, mein Fauxpas von gestern beschert euch ein kleines Extra-Video. Das war gar nicht geplant, aber ich habe gedacht, komm, das machen wir mal. Und ja, morgen denke ich mal, wird es noch einen Klassiker geben. Also ein ganz normales Freitagsvideo. Bin mir aber noch nicht sicher. Habe auch noch andere Ideen gehabt, ob ich ein bisschen was Längeres noch mache. Aber müssen wir mal schauen. Ich kann nur sagen, auch wenn das Wetter ja, sich in Anführungsstrichen verschlechtert hat, aber man darf ja gar nicht davon reden, weil wir ja diesen Regen so dringend brauchen. Und wie gesagt, ich bin ja heute Nacht los, bei mir um vor zwei aus dem Haus, und nicht ein Tropfen ist runtergekommen. Also bisher habe ich zwar in den letzten zwei, drei Tagen schon Regen gehabt, aber immer nur hier ja, so ab Frankfurt oder weiter südlich, davor eigentlich nicht. Ich hoffe mal, dass wir auch noch mal was abbekommen. Sonntag muss es jetzt nicht unbedingt zwingend regnen, weil wir da so ein bisschen Veranstaltungen im Dorf haben und wir schon gesagt haben, da ich ja am Sonntagabend nicht um 18 Uhr ins Bett muss, also nicht zeitlich so eingeschränkt bin wie sonst. Und ich glaube, vor zwei, drei Jahren war das auch schon mal, dass ich also genau zu dem Zeitpunkt Urlaub hatte, wenn dieser Event in Anführungsstrichen im Dorf stattgefunden hat. Also es ist so ein bisschen was von den einzelnen Gewerben. Man kann auch mal rumlaufen, mal hier, mal da schauen, mit dem einen oder anderen quatschen. Und ja, das ist natürlich, dazu habe ich natürlich nur Lust, wenn ich nach hinten raus auch Luft habe, wenn ich weiß, wenn ich dann um zwischen 5 und 6 wieder nach Hause komme, muss ich nicht direkt um 18 Uhr ins Bett halt. Jetzt gibt es gleich ein bisschen Rückstau. Sind auch LKWs, die beiden linken Spuren nehmen, also die drei Spuren hier teilen sich auf, zwei gehen nach links, eine geht geradeaus.
Ich habe da aber gar keine Wahl, weil nur wenn du die rechte Spur benutzt, dann kannst du auch gar genau rausfahren. Ja, gestern war es eigentlich relativ spät, da war ich erst nach eins zu Hause. Es lief also nicht so gut auf der Rückfahrt, war halt Stau, ne? Ihr wart ja dabei. Wie gesagt, ich muss das nochmal neu sortieren und nochmal komplett, ja, bearbeiten und wieder hochladen. Ich habe heute Morgen ganz, also ja, doch heute Morgen, aber eben ganz, ganz, ganz früh schon registriert, dass sich einige das schon angesehen haben, auch schon Kommentare drunter waren, aber mir gefällt das nicht. Ich werde, wie gesagt, schade, aber ihr erfahrt es ja jetzt, ich werde das Video komplett löschen, das heißt, leider sind auch die Kommentare dann weg, aber dann halt nochmal hochladen, damit das vernünftig auch zu verstehen ist, denn es müssen wohl dann Schnitte mitten im Satz gewesen sein. Ja gut, logischerweise. Wie gesagt, ich werde es neu sortieren, neu hochladen und dann passt das schon. Ja, ist ja doch kein Verzug, läuft eigentlich gut durch hier. Schön mit 80 durch die Baustelle, alles Paletti. Das heißt 70 bis 80. Die ganze Fahrbahn haben sie hier weggerissen und machen die neu. Also ich meine, sagen zu können, vor 5 Jahren, als ich angefangen habe, haben sie, ich weiß nicht, ob sie die alle 5 Jahre erneuern oder so. Das finde ich schon ziemlich heftig. Ich fand die auch gar nicht so kaputt. Na, das, also da gibt es, wie gesagt, ich kenne ja meine Strecke ziemlich gut. Und da gibt es ganz andere Stellen, wo wahnsinnige Spuren sind, wo Bodenunebenheiten sind, dass du denkst, wenn du da jetzt mit 80 drüber mangelst, 85, dass du denkst, du hebst gleich ab. Ja, und also Stellen, wo ich denke, da müsste wesentlich eher mal was dran gemacht werden. Warum jetzt gerade hier? Ich weiß es nicht. Aber es ist so. Und die Baustelle, so wenn ich mir das hier anschaue, welcher Länge die hier was weggerissen haben, da wird das noch ganz schön sich hinziehen. Vor mir der Hängerzug, der könnte auch zur Leitstelle wollen. Das ist so eine kleine Chemiebude, an der wir auch täglich auf der 5 immer vorbeifahren. Und ich habe die aber schon gesehen, also dass die auch nach Gaggenau geliefert haben, irgendwelche Chemikalien. Es könnte, wie gesagt, sein, dass er auch rausfährt, muss aber nicht zwingend. Kann ja auch sein, dass er weiterfährt. So.
es wird so. Ja, wird es hell? Naja, ich sag mal, durch den Regen bedingt, würde ich behaupten. Wird es heute vielleicht gar nicht so richtig hell werden. Bedeckter Himmel. So. Scheint nicht nach Gaggenau zu wollen. Er fährt weiter geradeaus. So, jetzt sind wir auf der B462. Viele werden das ja schon kennen. Heute wird man auch nicht viel sehen von den, ja, ich will nicht von, na, Berge, doch, es sind Berge jetzt im Hintergrund. Aber wie gesagt, davon ist jetzt sowieso nichts zu sehen. Viele rote Lichter. Und schauen wir mal, wie der Dieselpreis hier so ist. $2,22, ja, nochmal 5 Cent mehr als bei uns zu Hause. Das hat ja letztes Jahr auch einer gemacht, hat er angesetzt zum Überholen. Ich war aber leicht, also dadurch schnell auf Touren. Er kam und kam man nicht an mir vorbei, war jetzt, sagen wir mal, hier ungefähr neben mir, blinkte dann rechts. Ja, was sollte ich machen? Vollbremsung oder was? Weil er nämlich hier vorne runterfahren wollte. Ja, hier bitteschön. Ich fand das also ganz schön bescheuert von ihm, dass er da auf so einem kurzen Stück noch meinte, mich unbedingt überholen zu müssen. Und ja, am Ende hat er den Anker geworfen, sich hinter mir eingereiht, ist abgefahren, hat sich zwar ein bisschen aufgeregt, aber
ich sag euch ganz ehrlich, das hat mich nicht tangiert. Also das war einfach ja, dumm von ihm, nicht vorausschauend. Wenn ich weiß, ich muss da vorne runter, dann versuche ich nicht noch auf den wenigen Metern irgendwie einen anderen LKW zu überholen, weil das dauert ja schon seine Zeit. Und was soll das, ne? Wozu? Über uns wieder der E-Way Baden-Württemberg. Unten in Frankfurt haben sie ja diese Strecke mit der Oberleitung extrem ausgeweitet. Also auf jeden Fall in der Richtung Nord-Süd. Also auf der Seite, auf der anderen Seite nicht. Vielleicht kommt das noch. Auf jeden Fall in der Richtung, also hier runter, wurde also diese Leitung nochmal deutlich verlängert. Aber es ist nach wie vor so, dass ich bis jetzt, und das ist ja jetzt der Zeitraum, über den ich da spreche, das sind ja schon Jahre, ich nicht einen einzigen LKW darunter habe Strom abnehmen sehen. Und ja. Ich finde, wenn da weiter rein investiert wird, müsste man doch auch mal irgendwann mal ein Fahrzeug sehen, ne? Was jetzt diese Oberleitung auch nutzt. Naja, machen wir mal jetzt keine Experimente mehr. Schön Abstandstempomat rein und fahr mal brav hinterher. Sind nur noch 7,5 Minuten, da lohnt es sich eh nicht, irgendwelche Eskapaden zu machen. Ja, also wenn es morgen so regnet, dann würde ich mir sogar den Rangierzug sparen, weil halt ja, dann der Platz frei bleiben muss unter dem Dach, damit mein Kollege da reinfahren kann. Rechts wieder Museum, Unimog Museum. Dass die Schranken jetzt immer ab 6 Uhr offen sind, ist also wirklich ein Segen und war ja von uns Fahrern von Anfang an angesprochen. Aber sie haben halt eine Weile gebraucht, bis sie selber gecheckt haben, dass es totaler Quatsch ist, erst um 6.30 Uhr die Schranke zu öffnen. Und diese Woche haben wir auch einen Pförtner, der sitzt schon um 20 nach 6 in seiner Bude und gibt auch mal vorhalb den Schein raus. Ich sage, es ist von Woche zu Woche unterschiedlich. Aber die nächsten beiden Wochen ist es mir egal, wer da sitzt und was derjenige macht.
Boah, gerade, das war ja nur sehr kurz, aber habt ihr den gesehen? Da kam einer entgegen, der hatte einen Scheinwerfer kaputt, in dem anderen nur noch Standlicht. Echt. Kann man nur so rumfahren, frage ich mich. Ne? Ich meine, dass mal ein Abblendlicht ausfällt, so ganz plötzlich, okay. Aber wenn das ausfällt, dann muss man sich aber auch sofort kümmern. Denn wenn das nächste ausfällt, steht man im Dunkeln da. Ne? So. Gestern hatten wir ja auf der Fahrt runter nur 10 Tönnchen drauf, wenn überhaupt. Heute volle Ladung, 24 Tonnen. Und ich muss auch sagen, mein Verbrauch ist schlecht, hoch. Es kann damit zusammenhängen, ich habe da mal ja, aus Jux und Dollerei heute Morgen mal etwas anders gemacht. Einige, die schon länger mitfahren, wissen ja, dass wenn ich morgens starte, den ersten Hügel eigentlich immer nur, auch wenn ich schneller könnte, mit maximal 40 km/h hochfahren. Ja, auch selbst wenn ich leicht bin oder so und wenn ich schwer bin, erst recht. Ich fahre, naja, er würde vielleicht, ja, heute habe ich es ja gesehen, er schafft 55, aber normalerweise begnüge ich mich mit den 40. Und da ja auch noch kein Regen war, als ich bei mir an der Firma gestartet bin, kann das auch keinen negativen Einfluss auf den Verbrauch genommen haben. Also von wegen größerer Rollwiderstand, wegen Wasser auf der Fahrbahn. Nein, es ist wirklich so, man kann sagen, dass er dadurch bedingt schon direkt in der Anfangsphase einen deutlich höheren Verbrauch hatte und das habe ich auch nicht wieder reingeholt. Ich habe das auch schon mal zu meinem Chef gesagt, der Grundstein, der wird schon auf den ersten Kilometern gelegt. Ob ich am Ende hier in Gaggenau mit dem anstehenden Verbrauch ankomme oder nicht. Aber gut, es war in den letzten Tagen immer top. Und wenn ich da mal einen so einen Ausreißer habe, dann ist das nicht so wild. Hier rechts kann ich schon sehen. Ja, da steht schon so gut wie gar nichts mehr. Da wird er schon wieder schön vorgeladen haben. Und zwei Gestelle sind schon wieder für morgen. So, jetzt müssen wir noch einmal durchlüften, weil ich mir erlaubt habe, jetzt noch eine zu rauchen. Denn jetzt kommt hier eine längere, ja, ich hätte fast gesagt, Nichtraucherphase. So, mal schauen. Ah ja, das war klar. Da sind doch welche schon vor mir. Und hinter wen stellen wir uns? Ja, hier hinter den mittleren Kollegen, weil, ja, bei dem weiß ich, dass der in der Regel auch immer sofort losfahren kann, nachdem er seine Papiere gemacht hat. Fahren wir hier hinter. So, das war's. Ich sage wie immer, bleibt gesund und macht schön gut.